Am besten ganz strukturiert. Am Anfang steht die Datenerfassung und auf Basis der erfassten Daten muss man die Ziele definieren, um dann auf Basis der Ziele entsprechende Maßnahmen für die grüne Transformation ableiten zu können. Und am Ende ist es natürlich ganz wichtig, dass man mutig ist und auch die gewisse Leidenschaft dabei hat, weil so eine Projektlaufzeit über Jahre bis Jahrzehnte dauert. Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns als Wendlergruppe schon jeher ein wichtiges Thema. Aber insbesondere der Punkt der CO2-Neutralität ist in den letzten Jahren extrem in den Fokus gerückt. Am Anfang steht die Datenerfassung und genau das war auch eine der Stolpersteine im Projekt. Zu Beginn wussten wir gar nicht, in welcher Tiefe und in welcher Qualität wir die Daten aufnehmen und erfassen müssen. Perspektivisch gesehen glaube ich, dass die großen Herausforderungen uns noch bevorstehen. Die Transformation hin zu einem Anbieter von CO2-neutralen Rohren ist ein langer, schwieriger Weg. Das Thema Klimawandel ist für mich das bestimmende Thema der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Insbesondere auch als Familienvater möchte ich, dass meine Kinder auch eine lebenswerte Zukunft haben. Mit diesem Projekt habe ich nun die Chance, die beruflichen Ziele mit meinen persönlichen und familiären Zielen zu verbinden. Und das finde ich einfach klasse.